Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Fans in der Sparkassenarena, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Handball-Bundesligaspiel zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen. Die Partie endete 23-23 unentschieden, zur Halbzeitstand des 11-10 für den THW Kiel. Beste Torschützen auf Kieler Seite waren Steffen Weinhold, Niklas Eckwerk mit jeweils 5 und für die Gäste traf Uwe Gensheimer 7-5 Mal. Als Gesprächspartner begrüße ich von den Gästen Trainer Nikolai Jakobsen und vom THW Kiel Trainer Alfred Gislason. Herr Jakobsen, Ihr Statement bitte. Ja, danke und guten Abend. Ja, es war ja von Anfang an ein sehr spannendes Spiel. Zwei, finde ich, sehr gute Mannschaften, die gut aufeinander eingestellt waren. Es war heute sehr guten Handball gezeigt. Beide Mannschaften fand ich habe eigentlich sehr gut gespielt und auch ein Lob für beide Mannschaften. Es war ein sehr wichtiges Spiel, aber es ist immerhin in eine faire Atmosphäre ausgeführt und wenn man denkt, wie wichtig das ist, fand ich das eigentlich toll. Wir hätten uns eigentlich hier zugetraut, 2 Punkte mitzunehmen, weil wir weiß auch, dass wir bei Torverhältnissen nicht mithalten kann. Ich fand eigentlich, dass wir außer 10 Minuten zweite Halbzeit sehr gut gespielt hat. Da haben wir ein paar zu viel verschossen, ein paar technische Fehler gemacht. Dann haben Kiel 2-3 schnelle Gegenstoßetore machen können, so dass die ein bisschen Luft kriegte. Aber dann hat meine Mannschaft sehr hohes Moral gezeigt und sich wieder herangekämpft. Ja, und wenn du das die letzten 5-6 Minuten siehst und wenn du mit 4 Toren zurückgehst und die letzte Angriff von Kiel, wenn Palmerson den freien Wurf da, dann müssen wir ja zufrieden sein mit 1 Punkt heute. Aber wir hätten eigentlich ein Ziel, das heißt, war 2 Punkte. Wie das Spiel ausgegangen ist, bin ich zufrieden mit ein. Danke. Vielen Dank, Herr Jakobsen. Alfred, dein Statement bitte. Ja, guten Abend. Erstmal ein riesen Kompliment an meine Mannschaft. Das war ein großartiges Spiel von denen, weil wir hatten ja schon sehr große Probleme. Das heißt, erste, zweite Tor, da beide verletzt und ohne beide Linksaußen auch noch hatten wir schon ziemlich große Probleme. Und wir wussten schon, dass wir dass sehr viel gut klappen müsste, um hier zu gewinnen. Ja, wir waren nah dran zu gewinnen. Ich bin auch der Meinung, wir hätten verdient, es zu gewinnen, trotz allem. Und auch wenn das ein sehr hart umkämpftes, gutes Spiel war, finde ich das schade für die Mannschaft, weil wir hätten, glaube ich, das verdient zu gewinnen. Aber na gut, da bin ich auch immer der Meinung fast. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, riesen Lob an die Mannschaft, weil jeder hat sich voll konzentriert. Jeder hat auch Fehler gemacht, aber wir haben das an der Hand gehabt, am Ende das Spiel zu gewinnen, freistehend, Palmerson zum Beispiel, und schaffen das nicht. Und ja, deswegen sitzen wir hier und sind alle relativ unzufrieden mit einem Punkt. Nach wie vor ist alles offen. Wir sind alle punktgleich und das endlos geht das so weiter. Danke, Alfred. Thorsten, unser Coach hat gesagt, endlos geht es so weiter. Wie ist bei dir jetzt die Lage nach diesem Unentschieden? Ja, ich habe das Gleiche gesehen. Da war alles drin in dem Spiel. Die Mannschaft hat alles gegeben, aber die Löwen eben auch. Und ja, jetzt ist es unentschieden ausgegangen und wir haben noch ein paar Spiele und das werden wahrscheinlich alles Endspiele. Aber auch nochmal danke an die Fans heute hier. Das war eine tolle Atmosphäre. Auch das hat dazu beigetragen, dass das hier heute so ein echter Saisonhöhepunkt war. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die Beteiligten? Ja. Alfred, kannst du noch mal was zu Sonne sagen, zu Höchstrand und wie das für dich war, wenn du es erfahren hast, dass er nicht spielen kann und dass Kim spielen kann und wie du ihm das mitgeteilt hast? Mit Kim, also Kim, das ist ja eigentlich sehr einfach. Palle ist ja verletzt, wie man weiß, und das wird noch einige Wochen so bleiben. Johann Schürstrand liegt im Bett mit Fieber seit 2 Wochen. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich los ist. Und den habe ich, wie gesagt, sehr lange nicht mehr gesehen. Und also hat ja, war mir, wusste mir nicht mal dem Kim Sonne sagen, dass ich spielen würde. Also ich hätte auch Feldspiel da reintun können, aber wir haben den und wir haben auch noch Steiner Ege geholt und das war ganz klar, dass Kim da im Tor steht.
Natürlich haben wir gehofft, dass wir das eben in den Griff kriegen mit Sjöstrand, dass er diese Woche hätte trainieren können. Aber das ist eben eine ganz schwere Grippe. Also. Und von daher war das klar. Kim schon spielt, Steiner Ege versucht ihm zu helfen, kommt da rein, wenn Kim nichts hält. Kim hat aber gut gehalten und ich bin sehr stolz auf Union. Hat sich super gemacht. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen an die Beteiligten? Ich weiß ja nicht, wo du den gefunden hast. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ja. Ich sehe, dass. Ja. Es geht gerade um die unglaubliche Geschichte, wie Alfred Gislason Kim Sonne gefunden hat. Ja, Kim hat letztes Jahr bei Skive gespielt in Dänemark. Er war zweiter Torhüter dort. Die sind auch abgestiegen. Ja, ich habe ihn auf Trainerlehrgang gesehen und ich fand ihn eigentlich gar nicht schlecht. Dann kam ich auf die Idee, anrufen zu lassen und fragen, ob er nicht lieber dritter Mann bei uns bleiben würde und in der Regionalliga spielen würde, als in der zweiten dänischen Liga. Natürlich habe ich das auch recherchiert. Er war ja bei Junioren, Nationalmannschaften dabei und so weiter. Also, und scheinbar haben die Dänen da so einen Haufen Torhüter, das ist ja nicht normal. Also wir müssen mehrere davon einbürgern, wie Island zum Beispiel. Aber das ist schon witzig, wenn das ist fast auf Augenhöhe der Torhüter Nummer 1 in Dänemark und wahrscheinlich auf der Welt spielt gegen den Dänen Nummer 30 und das ist fast ausgeglichen. Ne? Ich bin schon schön. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir sehen uns hier wieder am 19. April zum Viertelfinal-Rückspiel in der Velux ERF Champions League. Für diese Partie gegen Pick Saget gibt es auch noch einige Karten. Also scheuen Sie sich nicht, sich welche zu sichern. Wird sicherlich auch ebenso eine spannende Partie. Unserer Mannschaft drücken wir für das Auswärtsspiel in Magdeburg die Daumen. Unseren Gästen wünschen wir wie immer eine gute Heimfahrt. Ihnen natürlich auch. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Frohe Ostern und tschüss.